Steinspitzhacken. Das letzte Mal habe ich das immer mit Diamantspitzhacken gemacht. Oh meine Güte. Ich glaube, ich kann mich jetzt offiziell für wahnsinnig erklären lassen hier. Gut, mal schnell ein paar Sticks. Hoppala. Wenn er davon 6 Stück zu einer. Oh, ich glaube, ich blute gerade hier. Das ist jetzt natürlich auch super optimal. Hier noch. Nee, warte mal. Spitzhacke, Steine. Dann fügen wir schon mal einen Acker. Und das wollte ich ja heute auch noch machen. So, gehen wir noch von oben nach unten vor. Bei den obersten kann man noch nicht fügen. Mir fällt gerade auf, das ist eigentlich keine so schlaue Sache. Wenn hier noch 5 Milliarden Tiere. Aber wie man sieht, man kriegt hier noch schön Seeds raus. Und hier unten sieht man auch das, was ich meinte mit der Erde. Noch einen Pixel. Vom Unterliegen kommt die nächste Stufe. Und das ist der Grund. Warum da Erde ist bei mir. Warum das Wasser einfach hinter der Erde ist. So. Vielleicht vor einzäunen sollen. Ich glaube, das wäre deutlich sinnvoller gewesen. Das ist einfach so zu machen, aber naja, egal. Wenn der Ackerrasen wieder kaputt geht, dann tut halt alles wirklich zu. Kriegen wir nur mehr Seeds raus. Wobei die ehrlich gesagt sehr selten droppen. Ich bin mir echt mehr erhofft. Lol, das geht. Vergiss mit der Dörr. Ja, dann wird wieder zu Dörr. Zum normalen. Oh, da la. Haben wir hier eigentlich schon? Ja, am Anfang würde ich ehrlich gesagt nicht gegen den Gesetz. Der ganzen Tiere. Hier noch ein paar auf dem Acker drin. Und das wusste
ist auch hier unter dem Weg, warum ich da auch ein tolles Support gekriegt habe. Und man da auch sonst Erde sehen würde. Das ist halt echt nicht sehr schön aus. Wenn alles schön befestigt aussehen dann. Das sieht halt mal heute schon, oder? Ich verstehe meine Plays manchmal nicht. Ein Lied kam, ein Lied weiß ich zum Beispiel, dass noch nicht kam. Das Lied kam jetzt glaube ich schon zweimal. Wir haben gleich einen Stack Seeds. Wir haben einen Stack Seeds. Und ich glaube, ich werde zum Seeds vermehren noch ein eigenes Feld oben anbauen. Das immer mal wieder abernten werden dann. Schon ein paar Seeds vor, so damit man aktuell kriegen hier, werde ich auch dort flügen, aber das wird halt nie mal reichen, um das Ding dann wieder mal zu bestellen. Wird vielleicht reichen, um einen dieser 12 Äcker, die wir dann haben, voll zu kriegen. Ging eigentlich Ackerboden auch kaputt, bevor man sneaken konnte. Ich habe es glaube ich gar nicht ausprobiert, weil ich erst als man sneaken konnte einen Acker hatte, oben in der Burg drin. Ich glaube, ich werde an dieses Objektiv wirklich eine Windmühle noch dran setzen müssen. Ja, ich habe gesneakt, ja. Lass bitte nicht los, wenn ich auf einem Feld arbeite. Sneak-Taste. Ja, uncool von dir. Gut, meine 6 Attacken reicht nicht mehr, um das ganze Feld zu bestellen. Auch gut. Finde ich sehr freundlich von dem Ding. Sogar noch 2, um alles fertig zu kriegen. Ach, man muss die Fackeln vorher gar nicht abschlagen. Toll, das hätte man mir aber auch mal vorher sagen können. Das hat schon so ein bisschen was von alter Schwede. Oh, go. Große Güte, das sieht echt interessant aus. Jo, gut. Aber ich glaube fast, dass ich jetzt mal schnell Glas schmelze. Das haben wir auch noch nicht einmal gemacht. Hier unten. Mal 3 Stacks Glas reinjagen. Die Furnanzen. Und dann. Okay, wir haben auch schon wieder gut Eisen gesammelt. Ja. Soll es das für die heutige Aufnahmesession gewesen sein? Wir haben ein sehr schönes. Gut, eigentlich noch nicht sehr schön, aber wir werden hier ein sehr krasses Panorama haben. Das hier vorne im Berg verschwinden wird, dafür werde ich sorgen.
Genau. Da oben ist die Burg. Und während dieser tollen Musik schauen wir uns im Sonnenuntergang noch das Feld an. Was noch kein Feld ist. Und sieht auch wie. Alter, das ist jetzt so riesig. Mann! Warum fangen wir sowas an? Okay. Damit verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Und das Level safe noch. Auf Wiedersehen.